Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Videotipp für Photoshop. Heute zeige ich euch, wie ihr mit Photoshop Spiralen erzeugen könnt. Genau genommen drei unterschiedliche Spiralen. Erstellt zunächst ein quadratisches Dokument in der von euch benötigten Größe. Wählt das Rechteck-Werkzeug und zieht ein Rechteck auf, welches die komplette Breite und die untere Hälfte des Dokuments einnimmt. Dann wählt ihr Filter, Verzerrungsfilter, Strudel. Nun erscheint eine Meldung, ob die Ebene in ein Smart-Objekt konvertiert oder gerastert werden soll. Normalerweise ist es natürlich besser, mit Smart-Objekten zu arbeiten, weil ihr dann die Filterwirkungen jederzeit ändern oder zurücknehmen könnt. Wenn ihr aber einfach nur schnell eine Spirale braucht, könnt ihr das auch schnell destruktiv erledigen. Dazu klickt ihr auf Rastern. Beim Strudelfilter zieht ihr dann den Winkelregler ganz nach rechts auf den Wert 999 Grad. Und danach drückt ihr einfach so oft die Tastenkombination Steuerung Befehl plus Alt plus F, bis ihr mit der Spirale zufrieden seid. Dann braucht ihr das Ganze nur noch quadratisch freizustellen. Wenn ihr die Ebene in ein Smart-Objekt konvertiert, öffnet sich ebenfalls der Strudelfilter. Zieht den Winkelregler auch hier ganz nach rechts auf den Wert 999 Grad. Um nun den Strudel weiter zu verdrehen, haltet ihr die Alt-Taste gedrückt, klickt auf den Strudel Smart Filter im Ebenenbedienfeld und zieht ein Duplikat des Smart Filter Eintrags über den bereits vorhandenen Eintrag. Lasst die Maustaste los, wenn eine Linie erscheint. Diesen Vorgang wiederholt ihr nun so oft, bis ihr mit der Verdrehung zufrieden seid. Die zweite Spiralenversion ist ebenfalls schnell erstellt, ermöglicht überdies aber auch noch zahllose Varianten. Leider ist die Lösung aber nur destruktiv zu haben. Erzeugt ein quadratisches Dokument mit einer Größe von 50x50 Pixeln. Wählt das Ellipse-Werkzeug und zieht einen Kreis auf. Dieser sollte das Dokument ganz ausfüllen, aber nicht an den Rand anstoßen, damit ihr keine Polkappen erhaltet. Löscht die Hintergrundebene, wählt Bearbeiten, Muster festlegen und gebt dem Muster einen Namen. Nach Klick auf OK könnt ihr dieses Dokument auch schon wieder schließen. Erstellt für die Spirale wieder ein quadratisches Dokument in einer Größe eurer Wahl. Legt eine neue transparente Ebene an und lasst diese markiert. Wählt Bearbeiten, Fläche füllen und oben im Dialog als Inhalt Muster. Stellt bei eigenes Muster euer zuvor gespeichertes Muster ein. Setzt darunter das Häkchen bei Skript und wählt daneben im Pulldown-Menü den Eintrag Spirale. Im Dialog Spirale könnt ihr nun das Aussehen eurer Spirale festlegen. Über die Musterskalierung bestimmt ihr die Dicke der Spirale. Über den Ringabstand, wie weit oder dicht die Spirale ist. Und über den Musterabstand reguliert ihr dann die Dichte der Linie. Und schon habt ihr eine Spirale erzeugt. Wenn ihr mit dieser nicht zufrieden seid, dann macht den Arbeitsschritt einfach rückgängig und startet einen neuen Versuch. Der dritte Weg zur Spirale erfordert ein bisschen mehr Handarbeit, zumindest wenn man ein genaues Ergebnis wünscht. Erzeugt wieder ein quadratisches Dokument und löst die Hintergrundebene auf. Drückt die Taste D, um Vorder- und Hintergrundfarbe auf Schwarz und Weiß zu setzen. Wählt Filter, Zeichenfilter, Rasterungseffekt.
Falls die Zeichenfilter übrigens nicht im Menü angezeigt werden, müsst ihr sie über die Voreinstellungen aktivieren. Und zwar im Bereich Zusatzmodule. Und das entsprechende Häkchen heißt Alle Filtergaleriegruppen und Namen anzeigen. Zurück beim Rasterungseffekt stellt ihr bei Musterart die Option Linie ein und zieht den Kontrastregler ganz nach rechts, um scharfe Linien zu erhalten. Über den Größeregler stellt ihr dann noch die Dicke der Linien ein. Nun habt ihr ein liniertes Dokument erzeugt, drückt STRG Befehl plus T und dreht die Ebene um 45 Grad nach links. Wenn ihr die Umschalttaste gedrückt haltet, fällt dies ein bisschen leichter, weil dann in genauen 15 Grad Schritten eingerastet wird. Zieht dann mit gedrückter Alt-Taste, bei älteren Photoshop-Versionen auch noch zusätzlich mit gedrückter Umschalttaste, an einem der Eckanfasser nach außen, um die Ebene zu skalieren. Und wenn das Dokument wieder durchgehend mit Linien gefüllt ist, dann beendet ihr die Transformation. Drückt STRG Befehl plus A, um die komplette Arbeitsfläche auszuwählen. Wählt Filter, Verzerrungsfilter, Polarkoordinaten und aktiviert die Option Rechteckig zu Polar. Nach Klick auf OK erhaltet ihr den Strudel, aber wie ihr seht, wird dieser unterbrochen. Um das zu verhindern, müsst ihr das Liniendokument nun so bearbeiten, dass es sich in ein nahtloses, endlos Linienmuster verwandelt. Zoomt in die linke obere Ecke des Dokuments hinein, bis ihr das Pixelraster seht. Wählt das Rechteck-Auswahlwerkzeug und zieht eine Auswahl auf, welche einen Pixel breit ist und vom oberen Rand bis zum Ende der ersten Linie läuft. Lasst das Rechteck-Auswahlwerkzeug markiert und verschiebt die Auswahl über die Pfeil-nach-unten-Taste nach unten, bis ihr die unterste Linie erreicht habt. Das geht übrigens ein wenig schneller, wenn ihr zusätzlich die Umschalttaste gedrückt haltet, weil ihr dann pro Tastendruck um 10 Pixel verschiebt. Positioniert die Auswahl bei der untersten Linie so, dass der entsprechende untere Teil der Linie eingefangen wird. Erzeugt eine neue Hilfslinie, die an der Auswahl oben andockt. Zoomt hinaus und erstellt mit dem Rechteck-Auswahlwerkzeug eine quadratische Auswahl. Dazu haltet ihr die Umschalttaste gedrückt, die im linken oberen Eck anfängt und unten an der soeben erstellten Hilfslinie endet. Wählt Bild Freistellen. Wenn ihr nun den Polarkoordinatenfilter anwendet, werdet ihr sehen, dass die Spirale ohne Unterbrechungen ist. Und nach dem quadratischen Freistellen habt ihr eine sehr interessante Spirale erzeugt. Wie ihr seht, ist das Erstellen von Spiralen mit Photoshop eigentlich gar nicht so schwer. Man muss einfach nur wissen, wie es geht. Ich hoffe, dass euch dieses Video wieder ein bisschen in Photoshop weitergeholfen hat und würde mich freuen, wenn ihr das Video weiterempfehlt und meinen Kanal abonniert. Auf Creative Aktuell findet ihr wieder eine Textversion dieses Videos sowie viele weitere Tipps und Lerneinheiten. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.